Völlig andere Bedingungen für euch. So viele Youngsters hatten wir schon lange nicht mehr in der Kernmannschaft, oder? Nein, ich glaube, wenn du siehst, aber am Ende, wie viele Jungs, ich glaube, da kommst du nicht höher, dann die Alter dann 20, 21 Jahre. Und ich glaube, ja, gegen die Löwen musst du die Jungs spielen lassen. Und ich glaube, das hat Nils am Ende gut gemacht. Und klar, du bist 10 Tore hinter, das ist scheiße. Und das darf eigentlich, klar, die Löwen, die sind so abgezockt und die machen das gut. Und ich glaube, dann am Ende ist ganz gut, dass die jungen Jungs dann auch noch spielen. Das war heute die jüngste Mannschaft der Liga. Durchschnittsalter gegen eine Weltauswahl, die Rhein-Neckar-Löwen. So muss man es in Fakten fassen. Ja klar, wir stehen Löwe, dritter Platz. Und ja, die sind eine Mannschaft, die können durchwechseln. Und das konnten wir heute nicht. Klar, wir konnten durchwechseln. Aber dann siehst du, dass die Mannschaft ganz schnell jünger wird. Und, aber ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Und Nils hat nach dem Spiel auch gesagt zu uns, Jungs, Kopf hoch, wir müssen weitermachen. Mittwoch ist wieder ein neues Spiel und das werden wir auch machen. Das heißt, du bist insgesamt nicht unzufrieden? Nein, ich glaube, die erste 20 Minuten war ganz gut, bis 10-10. Da machst du 2, 3 Fehler und die sind so abgezockt, die laufen Gegenstoß und dann sind das ganz schnell 3, 4 Tore. Und dann ist das ganz schwer mit so einer jungen Mannschaft, was du gerade selber gesagt hast, um das aufzuholen. Und das hat heute leider nicht gereicht, aber ich muss ganz großes Lob geben an die Zuschauer, weil das war heute natürlich wieder super. Und ich hoffe, dass die nächstes Mal auch wieder da sind. Ari, alles Gute, danke dir. Dankeschön. Dominik heute, das war Premiere, oder? Ja, ich war ja auch schon im Hinspiel dabei. Also drittes Spiel heute, aber war natürlich das erste Heimspiel zu Hause und was ganz Besonderes natürlich. Vor so einer Kulisse heute gegen so einen Gegner ist schon was Einzigartiges. Dann auch noch ein Tor geworfen, also ja. Grundgefühl ist gut. Ja, auf jeden Fall. Wäre das Ergebnis nicht so hoch rausgefallen, hätte man sich noch ein bisschen mehr freuen können. Aber klar, wenn man dann beim ersten Mal reinkommt, direkt ein Tor macht, ist das schon was ganz Besonderes hier. Ab wann war für euch denn klar, dass ihr jetzt hier heute quasi mit nachrückt? Wir haben in der letzten Woche schon mittrainiert, weil halt zu befürchten war, dass ein paar Ausfälle zu verkraften sind. Haben uns dann auch mit eingestellt beim Video hier und dann haben wir hier einfach versucht, haben dann vorgestern, glaube ich, die Nachricht gekriegt, dass wir mitspielen müssen oder dürfen, besser gesagt. Und dann waren wir hier gestern noch in Kiel mit der zweiten, dann passt das alles ganz gut hier. Und dann gleich gegen so einen starken Gegner. Wie war die Nacht von gestern auf heute für dich? Kurz, da wir halt gestern Abend noch in Kiel gespielt haben mit der zweiten, war erst um 3:30 zu Hause. Hat man schon das ein oder andere Mal drüber nachgedacht. Ist klar, wie das heute ablaufen wird und so. Auch ein bisschen aufgeregt. Aber ich glaube, das gehört dazu beim ersten oder zweiten Mal. Dominik, viele werden dich in nächster Zeit näher kennenlernen wollen. Ja? Sag uns ganz schnell 2, 3 Sätze zu deiner Person. Ja, bin 19 Jahre, komme aus Lage, mache im Moment meine Ausbildung bei der Sparkasse in Lemgo. Haben wir eine gute Kooperation mit dem Verein. Und ich hoffe, dass es in den nächsten 1, 2 Jahren hier vielleicht mit dem Sprung nach oben klappt. Gucken wir mal, wenn das verletzungsfrei alles gelingt, dass wir es irgendwie schaffen. Du bist also vor den Toren der Lipperhalle groß geworden. Klar, früher auch immer hier als Fan da gewesen. Und es ist schon was ganz Besonderes, wenn man dann hier selber vor diesem Publikum spielen darf. Wir freuen uns, mehr von dir zu sehen. Danke. Alles klar, Dankeschön. Wir sind auf Sendung, Valentin. Heute großes Kino für dich? Ja, war jetzt das sechste Mal, dass ich dabei war. Wurde heute zum zweiten Mal eingesetzt. Ja, ist natürlich eine schwierige Situation für einen Jugendspieler im Rückraum. Aber ich bin da ganz zufrieden. Ich glaube, es hat ganz gut geklappt. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Wie war denn die Nacht für dich von heute, also von gestern auf heute, mit der Gewissheit, du wirst zum Einsatz kommen? Auch die Nacht war ganz entspannt. Wir waren gestern Abend noch mit den Youngsters in Kiel. Deswegen waren wir erst um 3:30 zu Hause. Deswegen fiel der Schlaf nicht allzu schwer. Das war problemlos. Sag uns ein bisschen was zu deiner Person. 3 Sätze, denn wir wollen ja mehr von dir demnächst auch wieder hier in der Handball-Bundesliga sehen und erleben. Boah, 3 Sätze, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich bin jetzt 20 Jahre jung oder alt, bin gebürtiger Lagenser, also komme von hier, war zwischenzeitlich in Minden und in Dormagen und bin jetzt seit 3 Jahren wieder hier. Und hast von dem guten Nachwuchsprogramm des TBV Lemgos profitiert? Ja, so kann man sagen und ich hoffe, das geht auch noch ein bisschen weiter so. Ab wann war für dich klar, du möchtest gerne mal hier in der Lipperhalle in der Bundesliga spielen? Ich glaube, seitdem ich denken kann, ist das mein Wunsch. Ein Jugendtraum wurde wahr. Genau, so kann man sagen. Valentin, sag uns ganz schnell, wie fühlst du dich jetzt? Gut. Ist natürlich, auch wenn man hoch verliert, aber ich fühle mich trotzdem gut. Danke dir. Danke. Alles Gute weiter. Danke. Super, Uwe, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Warst du zufrieden?
Ja, ich glaube, wenn man hier, ich weiß es gar nicht genau, wie es am Ende ausging. Ich glaube, mit über 10 Toren haben wir gewonnen. Wenn man, 9. Mit 9, okay. Wenn man so einen Sieg hier einfährt, dann kann man schon zufrieden sein. Klar, der TBV hat heute auch eine sehr, sehr junge Mannschaft auf der Platte, mussten einige verletzte Spieler hinnehmen, aber trotzdem sind wir froh, dass wir dann eigentlich im Endeffekt einen ungefährdeten Sieg hier einfahren konnten. Ihr bleibt Kiel hart auf den Fersen. Ja, es scheint so, die Kieler sind noch 3 Punkte vor uns. Das ist natürlich immer noch ein gutes Stück Holz. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, welche Mannschaften noch hinter uns stehen. Und die haben ja nur 1 Punkt Abstand zu uns. Und deswegen dürfen wir uns einfach keine Ausrutsche erlauben, denn sonst ist die Champions League oder ist die Champions League Qualifikation für die nächste Saison auch in Gefahr. Und deswegen müssen wir weiter so im Fahrwasser bleiben wie bislang. Ihr seid noch in allen 3 Wettbewerben dabei. Ja. Wie gesagt, bislang lief es sehr gut, aber die entscheidenden Spiele kommen immer noch. Da kann man auch noch durch einige Niederlagen die ganze Saison dann dahin gehen lassen. Und es wird nicht so erfolgreich, aber bislang sieht es sehr gut aus. Du hast ja jüngst deinen Vertrag bis 2016 verlängert. Du fühlst dich also wohl bei den Rhein-Neckar Löwen? Ja, na klar, sonst hätte ich das nicht gemacht. Ich glaube, das ist logisch. Ich habe hier als Kapitän auch eine entscheidende Rolle mit viel Verantwortung und das macht mir Spaß. Und man sieht auch hier in Lemgo viele Anhänger. Die Autogrammwünsche sind zahlreich. Ja, ist immer wieder schön. Ich war auch mal ein Teenager oder ein junger Handballer, der sich Autogramme geholt hat. Und dann gibt man sowas gern zurück. Dankeschön. Bitte. Patrick, der Schweiß läuft noch. Es war ja ein deutlicher Sieg, aber die Lemgoer haben sich gut präsentiert mit den Youngstars in den Lücken, die sie auffüllen mussten aufgrund der Verletzung der Stammspieler, oder? Ja, muss man auf jeden Fall sagen. Ich denke, man hat zwar schon noch den Unterschied gemerkt, denke ich gerade von der Anfangs-7 zu den anderen Spielern, aber die haben sich trotzdem sehr gut geschlagen. Ich denke, wir hatten ein bisschen Probleme in der Mitte der ersten Halbzeit. Dann hat uns das vielleicht auch ein bisschen in die Karten gespielt, dass die erste 7 ja, eine Pause brauchte, ein paar Leute von der ersten 7 zumindest von Lemgo. Und dann konnten wir uns mit vielen Gegenstoßtoren dann nochmal absetzen und das hat dann im Endeffekt auch den Grundstein für den hohen Sieg gelegt. Ihr spielt ja eine unglaublich starke Saison, in allen 3 Wettbewerben noch dabei. Seid mit 41-9 Punkten hier angetreten. Kiel also stark auf den Fersen, die deutsche Meisterschaft. Das ist noch ein Thema für euch, oder? Ja, erstmal nicht so sehr. Wir haben das überhaupt nicht in unserer eigenen Hand. Unser Ziel ist ein Platz in der Champions League, da ist schon eng genug. Wir haben nur 1 Punkt Vorsprung auf Hamburg und Flensburg. Und wenn wir alle Spiele bis zum Saisonende gewinnen, dann ist der 2. Platz uns sicher und alles andere. Ja, können wir nicht selbst beeinflussen, wenn da irgendein Ausrutscher kommt, dann sind wir, glaube ich, die Letzten, die das nicht annehmen wollen. Lemgo ist ja die jüngste Mannschaft in der Liga, das Durchschnittsalter 22 Jahre heute. Schaut ihr mal ab und zu rüber hier nach Lemgo und fragt euch, wo der Erfolg so herkommt bei den Lemgo in den letzten Spielen? Ja, wir haben natürlich einige Spiele jetzt auf Video gesehen vor dem Spiel. Ja, ich muss sagen, da ist man wirklich auch positiv überrascht, gegen was für Mannschaften, die hier zu Hause schon Punkte geholt haben. Mit so einer jungen Mannschaft, mit vielen Spielern, die man vor der Saison nicht so sehr gekannt hat. Und da sieht man, dass es sich ja auch auszahlt, wenn man auf junge deutsche Spieler setzt. Und das wird hier in Lemgo gerade im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren ja, sehr gut vorangetrieben. Und der Erfolg zahlt sich jetzt auch dann aus. Letzte Frage, Patrick. Wie warst du mit dir selber zufrieden heute? Ja, ich denke, 2 Fehlwürfe waren dabei da. Damit ist man nie so ganz zufrieden, aber ich denke, im Großen und Ganzen war es ganz in Ordnung. Aber zufrieden bin ich, glaube ich, ganz selten. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.